Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zum Exodus des Master Mundi. Wir machen weiter und bekämpfen de facto die gesamte bekannte Welt und sind damit eigentlich sogar so halbwegs auf dem Vormarsch. So, apropos auf dem Vormarsch, mein Vormarsch führt mich nun Richtung Yaluk-Oase, aber vorher haben wir noch mal ein Level-Up hier zu machen. Den hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen mehr schnelle Reaktion für den Kollegen. Ja, und die bekommen jetzt so langsam aber sicher so ein paar gesundheitliche Probleme, ne? Egal, wir gehen da jetzt hin. Spiel sagt knapper Sieg und tötet keinen einzigen meiner Jungs. Ja, das ist doch okay. Das ist mir das Wichtigste an der Stelle. Wir werden hier plündern und besetzen. Und jetzt erstmal hier drin bleiben. Da, diese Zwerge, die können da relativ wenig tun. Dann gehen wir da noch hoch. Hier mit so 50% Bewegungsreichweite. Oh Gott. Kommst ja gar nirgendwo hin. Schrecklich. So, geh mal da hin und geh in diese Haltung, damit ihr nochmal hier regeneriert. Dann werden wir als nächstes das Auge des Panthers hier angehen. Und ihr seid ja jetzt schon wieder ziemlich fit. Überlegen, ja, das Beste ist tatsächlich diesen Weg hier hochzugehen. Sind zwar noch nicht komplett regeneriert, aber who cares? So, derweil. Woanders. Wir gehen nämlich wieder nach Britonia, beziehungsweise erstmal jetzt hier einen Blick nach Estalia werfen. Da sehen wir auch schon ein bisschen Aktivität. Und ich möchte gerne hier mal... Ich will nicht die Armee blockieren. Ach, ich dachte, das wäre da unten auch so ein kleiner Held. Nee, 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 okay. Ja, komm, dann blockiere ich mal diese Armee. Sogar mit Erfolg. Und wir sind auch im Wald von Artelloren am Start. Da läuft das Empire rum. Also hier ist es gerade eben sehr ungemütlich. Nennen wir es mal so. Es ist ungemütlich. Als nächstes haue ich die da weg. Die rennen jetzt hier auch davon. Und kann ich das jetzt hier noch angreifen? Ich komme gerade so noch ran. Oh, ich kann es einfach besetzen. Okay, ich kontrolliere jetzt auf jeden Fall schon mal die ewige Eiche, was mir wiederum noch mehr Möglichkeiten bietet, zum Beispiel jetzt hier die Festhallen von Fimdol einfach zu nehmen. Sind ja offene Feldschlachten, die hier stattfinden. Das hier wird einfach nur besetzt, ich möchte hier keinen großartigen Stress auslösen. So, uns gehört der Wald von Artelloren. Das finde ich gut. Forschungsrate, Volkschance für Hinterhalt, Bewegungsreichweite für uns auf der Kampagnenkarte, das kommt hier rein. Ansonsten hätte ich hier gerne auf jeden Fall mehr öffentliche Ordnung. Das fände ich in Ordnung. Dann Einkommen aus allen Gebäuden in dieser Region brauchen wir nicht so dringend. Das hier mehr Belagerungszeit, das ist totaler Quatsch. Das hier brauchen wir auch nicht, das ist totaler Quatsch. Hier hätte ich ganz, ganz gerne, die Rundhölzer bringen mir original nichts. Das da noch rein und auch hier hätte ich gerne mehr öffentliche Ordnung, dass ich diese Gebiete halten darf. So, also Artelloren erschreckend leicht erobert, ist quasi wie Lustria, nur mit mehr Nadeln am Baum. So, hier fängt es jetzt an, richtig imperialistisch zu werden, was wir hier gerade eben sehen. Dinge, die mir nicht gefallen wollen, so hart wie das Imperium hier gerade eben drückt. Und ich möchte deswegen hier erst einmal, wir machen das am besten so, dahin gehen mit einer Hinterhaltsstellung. Währenddessen er hier gerade eben noch seine Truppen hier hart rekrutiert. Ich meine, einige hat er ja zum Glück schon. So, und ihr seid jetzt auch endlich hier, wenn es nach mir geht. Geht ihr hier an Land und geht hier erstmal in diese Haltung hier. Wir haben ja hier nochmal was verloren an Trübs und ich möchte die hier wieder rein rekrutieren. Gorok muss auch hier an Land gehen. Braucht auch so seine 50%. So, und damit sind diese Truppen hier sehr, sehr schnell wieder voll am Start. Unser Druck wird jetzt hier auf Langwill gehen und von Langwill haben wir dann vorher über auf die Geisterinsel zu gehen. Es kann aber auch gut sein, dass hier der Angriff des Imperiums uns jetzt hier so ein bisschen den Plan durcheinander wirbelt. Ist auf jeden Fall jetzt nicht gerade cool, dass die jetzt hier plötzlich alle durch die Gegend laufen und meinen, sie müssten uns jetzt hier besuchen. Überlegen wir mal, was mache ich mit ihm? Ich glaube, ich verbessere hier nochmal ein Reiches Fluch, genau.
Und damit sind wir hier in dem Gebiet schon wieder weitgehend durch. Ich kontrolliere nur mal ganz, ganz kurz. Ne, wir haben, glaube ich, keinen General mehr. Da haben wir noch einen Helden, der ein Level-Up sich geholt hat durch diese erfolgreiche Aktion. Aber er hat schon die maximale Agentenfähigkeit erhalten. Ja, komm, dann bekommt er noch Schutz der Alten, weil es sich reimt. nee, eigentlich nicht deswegen, aber auch deswegen. So, ich bin der Meinung, dass diese Armee jetzt hier blockiert gehört. Das Spiel sieht das leider anders. Aber dafür hat er auch nochmal ein Level Up bekommen. Ja, komm. Eigentlich war der gerade eben drauf und dran, eher so der Magier-Typ zu werden, aber ich habe auch kein Problem, ihn umzuschulen. Der hier muss weg. Die Frage ist, wer ist dafür am besten geeignet? Der hat hier gerade gar keine Chance, jemanden zu messern. Wir sehen hier niemanden, okay. Ja, dann bist du derjenige, der messern muss. Mit Erfolg. So gefällt mir das. Boah, das muss sogar ein richtig guter gewesen sein, weil unsere war ja auch richtig gut. Okay. Manchmal ist es halt so. Dann gehst du noch dahin, um dieses Gebiet hier auszuspähen. So, läuft hier auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Halten wir das mal fest. Es läuft hier nicht schlecht. Dann haben wir ihn hier noch. Den überspringen wir immer. Dann haben wir den nächsten Agenten. Warte mal, kann der hier vielleicht nochmal blockieren? 82% Chance, das klappt. Das heißt also, dass die hier erstmal nirgendwo mehr hingehen. Also wirklich nirgendwo. Die scheinen überhaupt keine Bewegungsfähigkeit mehr zu haben. Wobei, na, die rekrutieren gerade eben, man sieht es nicht. Aber immerhin habe ich diese Rekrutierung jetzt hier blockiert. So, ich hätte hier gerne mehr Wachstum bei der ewigen Eiche. Das ist lustig. Wobei, nee, warte mal, das ist ja Quatsch. Wachstum, ewige Eiche. Wir sehen, das Ding hat überhaupt gar keine Verteidigung ohne Waldelfen. Was ist denn das für eine seltsame Sache hier? Angleichung der Ordnung. Chance auf die Verbreitung von Seuchen. Minus 10% lokale Armeen. Seuchendauer reduzieren. Belagerungszeit reduzieren. Das bringt mir hier original gar nichts. Lokale Armeen. Energiereserve. Alle Armeen. Forschungsrate. Ja, dann nehme ich das. Das sind ja komische Sachen hier. Wachstum. Auch hier muss ich noch Wachstum reinmachen. Hier ist Wachstum drin. Dann kommt jetzt hier nur noch der Wasserfallpalast, beziehungsweise die da oben. Also ich muss jetzt mit beiden Armeen eigentlich jetzt hier hoch, obwohl ich eigentlich auch in diese Richtung wollen würde. Weil das Empire hier schon wieder so Quatsch macht. Jetzt will ich mal probieren, ob es nicht möglich ist, Tilea Vernunft einzubläuen. Nee, ist es nicht. Tilea ist unvernünftig wie nochmal was. Ich will aber auch Bretonia jetzt endgültig vernichten, ne? Kannst also machen, was du willst. Wie sieht es denn nicht aus? Clan Moors verbessert die Meinung. Aber nur bedingt. Sudenburg. Also die sind eigentlich gar nicht mehr so wirklich mächtig. Wir haben ihnen richtig zugesetzt. Die einzige Frage, die im Raum steht, ist es genug, was wir ihnen zugesetzt haben, ne? Das ist die einzige Frage. So, wir verbessern jetzt das da noch. Das bringt mir ja hier de facto nichts mehr. Die öffentliche Ordnung geht hoch. Bringt mir das hier noch was? Ist halt einfach scheiße teuer. Ich will jetzt erstmal nur so kleine Verbesserungen vornehmen. Ja, das hier könnte sich lohnen. Da gehen wir hoch. Da bekommen wir nämlich dann hier dieses Gebäude. Und das rockt halt. Das muss man so sehen. Einhorntor ist auf Stufe 4 eigentlich ganz gut. Du hier, K und K, machst mal hier weiter mit deiner Stufe 3. Was können wir noch hier reinmachen? Öffentliche Ordnung wäre nicht schlecht. Hier geht es inzwischen nur noch um Geld. Und ja, das nehmen wir auch noch mit rein. Wachstum und Einkommen ist gut. Nächstes Gebiet. Ja, Aquitaine ist immer noch so ein bisschen damaged, ne? Ich bin überlegen, ob ich das tatsächlich einfach mal wieder aufgebe. Einfach nur in der Hoffnung, dass vielleicht jemand dumm genug ist und da reinläuft, um es sich zu holen. Fände ich eigentlich ganz, ganz gut. Schwarzsteinposten ist ja auch ziemlich kaputt. Ich will dasselbe hier machen. Ich will sie locken. Aber sie werden es eh angreifen. Wahrscheinlich kann ich gar nichts mehr tun bis dato. Aber mit ein bisschen Glück, vielleicht doch, wird sich zeigen. So, mehr heilige Wache.
Jetzt sind immerhin die hier gut geworden und auch die da. Wenn man bedenkt, dass die eigentlich schon ziemlich geile Werte hier teilweise mitbringen, ist das schon sehr sträflich, dass ich da noch keinen einzigen Skillpunkt reingesetzt hatte. So, hier kann ich nur Verstärkung behindern. Das nützt natürlich rein gar nichts. Ich gehe dahin und schaue mir diese Situation mal an. Hier könnte ich allerdings Verstärkung behindern oder ein Attentat versuchen. Ich probiere das Attentat. Das hat funktioniert. Der ist weg. Das ist gut. Und die schmelzen auch gerade eben so ein bisschen. Also wenn wir Glück haben, können wir jetzt hier gleich mit vier Armeen kombiniert. Wenn ich dir sogar noch mit einsetzen würde, sogar mit sechs Armeen kombiniert. Gott, ey. Das klingt wie der Zweite Weltkrieg, ohne Witz. Auf sie losgehen. So, wir verbessern das hier noch. Hier gibt es auch noch fiskalische Dinge zu berücksichtigen. So, was ist da noch drin? Das habe ich ja auch noch. Es geht hier wirklich nur noch ums Geld, ne? Krass, krass, krass. Aber dadurch bekommen wir halt auf Dauer noch mehr Vorteile. Ja, Gisorö. Bleibt so, wird von mir jetzt auch zerdeppert. Dann haben wir hier noch das Arabia, südliche Gedöns. Das wird repariert. Das hier brauchen wir nicht. Das hier bringt Verlustverstärkungsrate und Wachstum. Mir ist Verteidigung wichtiger. Und Paravent geben wir jetzt auch auf, wenn es nach mir geht. Und damit beenden wir gleich mal den Turn und schauen, was passiert. Einfach ein taktisches Opfern der Gebiete. Reikland ist schon dran. Ich bin gespannt, was sie tun. Sie haben Güzeröe genommen. Okay, jetzt greifen sie das hier an. Dagegen kann ich auch nichts tun. Schade, schade, schade. Sie plündern das allerdings nur. Da kämpfen sie. Ja gut, sollen sie es machen. Sie haben dabei eine Einheit Pistolieros verloren, haben es aber auch nur geplündert. Der will jetzt Frieden. Nee, nee, Freundchen, den kriegst du nicht. Du gehst hier erstmal baden. Was sehr, sehr faszinierend in diesem gesamten Zusammenhang ist, ist halt, dass die KI offenbar nicht einschätzen kann, dass das Plündern dieser vorgelagerten Gebiete für mich überhaupt gar keine Bedeutung hat. Denn ich habe ja meine Heimatlande jenseits des Ozeans und die produzieren für mich ja quasi alles. Ne, deswegen kann es mir relativ egal sein, wenn sie hier diese Gebiete schleifen, die in meinen Augen ihre Gebiete sind. Das ist so, als ob du deine eigene Stadt bombardierst, um den Gegner davon abzuhalten, sie anzugreifen, was die hier gerade eben machen. So, ich greife jetzt den hier wieder an. Der rennt wieder weg, aber er wird nicht weit genug wegrennen. Damit hau ich ihn um. Überraschend viele Verluste erlitten. Vermaledeite Autoberechnung. So, wie weit kann der kommen? Der kann theoretisch bis zu mir kommen, aber ich glaube nur im Marschmodus. Im Notfall, wenn es mir zu unangenehm wird, kann ich immer noch mich zurückziehen. Jetzt will ich hier Burg Carcassonne, glaube ich, ins Auge fassen. Jetzt holen wir uns noch den Wasserfallpalast hier. Speicher mal nicht, dass ich da irgendwie. Wobei, das Krasse ist halt echt, die können. Also diese Bretonen sind nicht dazu in der Lage, irgendetwas zu reißen, wenn sie keine Mauern haben. Das ist hier absolut auffällig. Das brauchen wir nicht. Das hier behalten wir, den Rest behalten wir auch. So, ich will nicht, dass ihr belagert werden könnt, deswegen macht ihr diesen Schritt nach draußen. So, die sind immer noch dabei, jetzt hier einen Turn zu rekrutieren. In der Zwischenzeit schließt er sich jetzt hier endlich mal wieder an. Und wir sehen, von hinten kommt jetzt hier eine Armee der Tileer oder Tilianer, die ich hier echt nicht haben will. Überraschung, Freunde, ihr seid mir voll auf den Leim gegangen. So, haben wir schon mal Tilea hier gehittet.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt hier erstmal wieder zurück in meine eigenen Gebiete laufen muss, zum Regenerieren. Und so viele Gebiete habe ich hier gar nicht mehr. Weswegen ich mir jetzt hier drauf und dran mache, hier erstmal den Süden zu erobern, ne? Ich denke, wir gehen jetzt so weit, dass Brion und Co. das Thema wird. Du gehst jetzt noch dahin. Wir kreisen jetzt hier die ersten feindlichen Armeen ein. Wir müssen jetzt dieses Gebiet hier auflösen. Dann haben wir zwar hier noch Tilea als Gegner, aber die kommen hier weniger leicht durch. Das kann man dann an einer Engstelle halbwegs gut kontrollieren, so sehe ich das zumindest. So, der nächste bitte. Hier geht es jetzt weiter mit dem Angriff auf das Auge des Panthers. Und die haben tatsächlich auch eine Mauer. Die haben auch eine Mauer. Habe ich aber keinen Stress mit. Das können wir einfach belagern. Beziehungsweise, vielleicht habe ich ja sogar die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube nicht, dass der ein Belagerungsangreifer ist. Ich glaube, ich habe keinen Belagerungsangreifer dabei. Nee, habe ich nicht, aber ich belagere den jetzt hier einfach mal einen Turn. Dann produzieren die hier keine Truppen mehr. Ganz einfach. So, und jetzt batschen wir den hier mal weg. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr hier. Und dann attackieren wir ihn hier direkt nochmal. Rücken ist frei. Und du kehrst hier erstmal wieder zurück in dieses Gebiet. Oh, die sind komplett voll durch diese Aktion geworden. Krass. Aber ist egal. Oder was heißt, ist egal? Ist gut. wir holen uns jetzt hier die Erdung. Er hier, ja, mehr Moral, würde ich sagen. Und hier fangen wir schon mal an zu spähen, was das Empire hier so treibt, ne? Und du spähst wiederum in diese Richtung. Muss ja wissen, was da so auf mich zukommt. Nun geht's auf Koffer. Vielleicht haben die auch ihre schon gepackt. Denn ab jetzt wohnen wir hier. Da gehen wir auch direkt schon mal plündernd rein. Reparieren den Klabberadatsch hier. Einmal, zweimal. Das ist für mich okay so. Und es sieht so aus, als ob sie nicht dazu in der Lage wären, uns hier auch nur ansatzweise aufzuhalten. Weil sie wieder komplett im Norden aktiv sind. Die haben ja einen Agenten verloren. Das habe ich vorhin schon als Meldung mitbekommen. Okay, Lashik. Im nächsten Turn haben wir schon wieder da ein weiteres. Also ich werde hier kein weiteres Geld investieren, macht keinen Sinn. Du kannst hier nochmal schauen, was da los ist. Da befindet sich nämlich auch nochmal eine Armee, die keiner eingeladen hat. Kann ich eigentlich noch Helden rekrutieren oder bin ich überall komplett voll? Also zumindest Häuptlinge bin ich voll. Bei den anderen kann ich es gerade eben hier nicht mal gucken, weil ich nicht die Produktionsmöglichkeiten habe. Da habe ich nochmal einen Saurus-Hornacken. Dann nehme ich den halt einfach mit. Ich meine, der hat auch schon Level 39. Habe ich noch mal ein bisschen Geld gespart. So, nächste Runde sind die hier klar. Was macht er? Er scoutet für mich jetzt hier mal diese hochelfische Situation aus. Das ist nichts besonders Krasses, was wir hier sehen. So, du gehst daran. Und wir greifen da an. Oder kannst du direkt hier Languel angreifen? Ja, wenn es nach mir geht. Er kann beides helfen, so wie es aussieht. Oder? Ach komm, ich muss jetzt hier echt drehen, damit ich sehe, oder? Ne, ich muss erst ihn angreifen. Und der rennt natürlich weg. Habe aber noch hier genügend Punkte übrig, um Languel zu attackieren. Und damit ist Languin nun auch Teil von unserem Reich. Gut. Das wird nun besetzt. Weiterdrehen, weiterdrehen. So.
Das ist gut. Jetzt kann ich dir noch hier blockieren. Dann entkommen die mir nicht mehr. Und es gehört uns weitgehend hier, also was heißt gehört, ne? Wir haben weitgehend Kontrolle über die Küstenprovinzen hier. Ja, dann kommen noch mehr Korruption bereinigen, als ob es hier noch sowas gäbe. Du, mein Freund. Ja, ich will den eigentlich am Ende auf diesen Stegadon setzen, ne? Machst jetzt hier mal das Sammeln rein, um dir später zu verbessern. Ja, der hat schon alles. Der hat wirklich alles. Gut, ist kein Grund zu meckern, ne? So, also die Hochelfen hier machen ja auch nicht mehr viel. Dann Burg Artois. Ich bin der Meinung, dass Burg Artois gelöscht werden sollte. Aus strategischen Gründen. Die Strategie der verbrannten Erde. Couronne und Langueil stehen super da, muss man ganz ehrlich sagen. Komm, du wirst ausgebaut. Das bringt mir sogar Geld. Ich fange jetzt wirklich an, weil ich jetzt hier gerade eben Truppen habe, das hier reparieren zu wollen. Und aufzuwerten. Öffentliche Ordnung. Das noch mit rein. Dieses Teil hier erfährt jetzt hier so eine richtige Renaissance. Belagerungszeit, Rang mit Rekrutierung, Einkommen an Gebäuden. Jawohl. Und hier noch mehr Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Ist auch immer für uns sehr, sehr wichtig bei diesen vielen Schlachten, die wir schlagen. Wir überspringen das Teil. K&K wird gerade eben übersprungen. Da bauen wir gerade eben schon. Die Burg Baston wird, wie gesagt, gelöscht jetzt. Genauso wie Burg Artois. Hier versuchen die gerade immer noch verzweifelt irgendwelche Truppen aufzustellen. Und das krass ist, sie bekommen sogar einigermaßen brauchbares Volk noch zusammen. Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich an Margritta. Und an Margritta müssen wir uns demnächst mal so ein bisschen reiben, um es mal so zu sagen. Das hier wird verbessert. Dann überspringen wir das hier noch voll. Und. Ja, das wurde jetzt halt hier geplündert, aber ich repariere einfach hier dieses Teil hier nochmal. Ausnahmsweise. Und da haben wir nochmal jemanden, der ein Level-Up sich verdient hat durch diese Schlacht. Aber auch der hat alles, was er braucht. Und deswegen wird er ein Spezialist. Dann gebe ich das hier noch aus. Und das war's schon wieder, so wie es aussieht. Jo, und in der nächsten Runde haben wir eine weitere Armee mehr. Man merkt gerade eben, ne, dass wir zum ersten Mal so wieder zwei Turns in einer Folge untergebracht haben. Wenn wir Glück haben, sogar drei. Was darauf hindeutet, dass die Aktionsbereitschaft oder Fähigkeit der Gegner nachgelassen hat. Das hier plündern sie und besetzen sie sofort. Okay. Da ist es jetzt hier eine sehr, sehr gefährliche Situation für die beiden. Hier werden wir nun angegriffen. Das Spiel prophezeit mir einen Pyrrhus-Sieg. Wo ist denn das? Das Spiel sagt, dass ich nur eine Unit verliere. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt eine verlieren muss. Warte mal, sie haben ein Artilleriegedöns. Kommt, lasst sie mal kommen. Das kämpfen wir. Da bin ich jetzt dazu bereit, mir das mal näher anzuschauen. Denn wir haben auch ein paar echt große Biester dabei. Sie haben zwar auch wieder so ein paar für diesen mega nervigen Pegasus-Rittern, aber ich denke, dass unsere Truppen eigentlich stark genug sein sollten, um ihnen hier ein bisschen Lehrgeld abzuverlangen. Oh, da drüben kommt die Verstärkungsarmee, was absolut ideal ist. Das bedeutet für uns einen schnellen Angriff auf sie. Nummer 3. Geht dahin. Du dahin. Flattermänner dahin. Gefecht starten. Pause. Wir gehen instant so ran. Mit den Biestern gehen wir instant hier ran. Flatterviecher instant daran. Und du instant daran. Und den Rest beobachten wir jetzt einfach mal kurz in Slow Motion.
Da kann ich hier direkt schon mal das hier, glaube ich, aktivieren. Geh mal da näher. So, die sind schon hier, das ist gut. Ihr greift jetzt hier direkt diese Typen an. Das ist der Louis, der da jetzt hier gerade eben angreift und landet. Der bekommt auch Besuch von uns. Da haben wir schon mal gut Damage gemacht. Das ballern wir da rein. Den zweiten ballern wir. Ich warte jetzt hier kurz, bis sie sich hier so ein bisschen hier schon verknoten. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich da noch treffe. Das hätte ja vielleicht ein bisschen besser laufen können. Da rein. Dann aktiviere ich hier schon mal ein paar Schildsachen. Flammen des Phönix da drauf. So, jetzt bin ich gespannt, was ich alles treffe. Könnte eine Menge sein. Der geht hier halt echt durch quasi alles durch, ne? Das war richtig nice. Wirbelsturm. Arkane Aufhebung fügt Kämpfern Schaden zu. Ist doch aber, glaube ich, gut gegen Einzelne. Du kommst jetzt hier wieder rüber. Du gehst da noch mit hoch, denn da gibt es richtig Stress gerade eben. Ich kann doch, glaube ich. Genau, Wirbelsturm anmachen. Das fügt denen Schaden zu, die hier rumfliegen. Die hier rennen schon runter. Da kommt es jetzt auch zu etwas stressigeren Situationen, weil die hier angreifen. Und rein in die gute Stube ein bisschen Entsetzen verursachen. Bisschen Entsetzen verursachen. Ja, der Luhn ist halt das Problem, ne? Aber wenn wir die jetzt hier erstmal gleich vom Feld werfen, so wie sich das gerade eben hier für mich darstellt, dann haben wir eine realistische Chance, das hier mit sehr wenig Verlusten zu wuppen. Ja, eine arkane Aufhebung auf den Luhn. Da noch mithelfen. Also hier fliehen die meisten von denen schon. Das sieht jetzt hier gerade eben nicht so aus, als ob das eine knappe oder gefährliche Kiste für uns würde. Die rennen jetzt auch weg. Na, ich warte noch mal, bis ich hier die 14 habe, dann gebe ich dem Louis noch mal eine mit. Die Arkane Aufhebung ist nämlich nach wie vor eine der geilsten Zauber, die man haben kann, um Charaktermodelle zu killen. Ich meine mal, ich sehe da nichts. Ist da überhaupt noch einer? Die sind gebrochen. Die rennen runter, okay. Naja, du bist entehrt und das aus gutem Grund. Oh,
Und da ist der Armilos. Oh, ist das schön. Die rennen da voll rein auf der Flucht. Die rennen da volle Kanne rein. Schön verfolgen, schön verfolgen. Du verfolgst ihn noch. So. Das war doch, glaube ich, jetzt ein richtig übler Hit für diese Restbretonen. Ich erhöhe mal hier nochmal die Geschwindigkeit, weil ich will sie ja verfolgen und erwischen. Damit da auch kein Auge trocken bleibt, sondern schön blutig wird. So, die sind so gut wie erledigt. Das sind auch nicht mehr so viele. Da flieht noch irgendwas. Das ist das Letzte, was hier noch flieht. Aber auch nicht mehr lange, denn wir kriegen sie. Also diese Chameleon-Plänkler sind halt einfach so krass. Es sind unglaublich starke Einheiten. So, 195 Verluste gerade mal. Wir haben keine Einheit verloren, nicht mal im Ansatz. Keine Ahnung, wie das Spiel sich das gedacht hat, dass es passieren soll. Ich behaupte immer noch eine sehr lebhafte Fantasie oder man wirft einfach einen Würfel und patzt. Als ob wirklich für jede Einheit ein Würfel geworfen würde, ne? So in der Art und du bist tot und ihr anderen nicht. Manchmal kommt mir es so vor. So, wir holen uns die Verlustversteigerungsrate, auch wenn es nicht viel ist, aber ach doch, es ist viel, 10%. Das nehmen wir gerne. Ist witzig, wie sie da angegriffen haben, ne? Haben sie echt alles zusammengezogen, diese Lumpen. Und dabei hart versagt. Naja, irgendwas ist ja immer. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüssi und Ade.